Hey ho, meine Lieben. Heute Karfreitag, da machen wir Fisch. Nicht nur. Im Hintergrund steht der Monolith. In der Hand habe ich hier die FP35 von Petromax. In dieser wollen wir unsere Zanderfilets rausputzeln in Eimantel. Also Zanderfilet in Eimantel. Und ja, aber ich muss sagen, ich habe einen Frevler hier, den Philipp. Der hat heute schon ein Bürgermeisterstück gemacht auf dem Monolith. Und mittlerweile geht so ein kalter Wind, dass ich mich kurzerhand entschlossen habe, die Pfanne nicht auf den Grill einzuweihen, sondern drinnen am Herd. Aber dass wir wenigstens etwas gegrillt haben, habe ich hier. Moment. Vier Zwiebelchen, rote Zwiebelchen, geschält, eingeschnitten mit Balsamico, bisschen Salz und Zucker drüber. Und die stellen wir halt jetzt ganz einfach mit noch auf den Monolith, die Restwärme nutzen. Und ja, dann haben wir wenigstens etwas Gegrilltes heute. Drauf liegen sie und Leute, wir gehen jetzt mit der Petromax rein und da gibt es dann das Zanderfilet. Ah, da haben wir ja den Frevler. Asche auf mein Haupt. Mm. Aber ich mache jetzt meinen Fisch. Also Leute, jetzt aber rein. Und dass wirklich der Wind geht, sieht man daran, wie oben mein Reishut haben wir ihn genannt. Reishut hast du ihn genannt. Ja, wie der wackelt. Also Leute, wir sehen uns drinnen. Zanderfilets sind von My Steak Shop. Die habe ich schon mal ausprobiert. Ja, und mein Schatz wird mich da heute ganz gewaltig unterstützen. Ich denke mal fast, dass die komplett zubereiten wird. Möchtest du uns dazu was sagen? Nein. Nein? Also erst einmal kommt die Haut runter. So viel weiß ich. Und was danach passiert, das sehen wir gleich. Hey, das ist ja fast wie die Silberhaut bei einem Rib. Also sie sind noch leicht gefroren. Wir haben sie nur kurz raus zum Antauen. Ja Leute, und da ist er nochmal, der Frevler. Oh, Asche auf dein Haupt, nicht auf mein Haupt. Mm. 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 Jo, da haben wir sie, die FP35. Leider heute jetzt in der Küche. Was gibt es denn hier Feines? Kartoffeln und Möhrchen. Dann gucken wir mal rüber, wie die Zanderfilets zu ihren Eimantel kommen. Also erst einmal ordentlich in Mehl schwenken. Ja, die habe ich aber vorher noch mit frischer Zitrone getränkt. Frischer Zitrone? Geträufelt, ja. Ah, also mit der hier. Der Philipp guckt im Hintergrund auch ganz interessiert zu. Ja, ich muss ja gucken, ne? Ob ich mir was abgucken kann. Ja, Philipp, Fische am Karfreitag. Ach, das ist am Karfreitag? Ja. Da habe ich wieder was falsch verstanden. Am besten weiterfüllen den großen Finger, nein, oder was? Ja, Leute, wir lachen hier, weil es gerade darum ging, ob das Öl heiß ist und der Philipp soll seinen Finger reinstecken. Ja, Öl ist heiß. Und dann werden die Zanderfilets nur noch in dem Ei geschwenkt. Schau mal runter. Auf wie viel? Ich schau einfach mal auf hier runter. Und dann brutzelt schon unser Zanderfilet
den Eimantel. Ganz genau. Du hast Salz und Pfeffer gleich mit reingemischt? Gut. Also mit Zitrone beträufeln, Salz, Pfeffern und dann ab in die Pfanne. Und so verraten wir die jetzt einfach heraus. Das Tolle an dieser FD35, man bekommt alle vier Filets auf einmal rein. Jawohl. Ah, jetzt geht ans Umdrehen. Leute, ihr müsst euch einfach bloß vorstellen, wir würden jetzt draußen am Grill stehen. Dann passt es auch wieder. Dann gucken wir mal hier schnell nach unserer Beilage. Leck mich am Ärmel, geht hier Wind. Oh ja, sie werden schon ziemlich weich. Ich denke, zum Zanderfilet können wir die dann reinholen. So Leute, so hat es mir mein Schatz jetzt angerichtet. Und naja, ob meine Zwiebelchen hier was geworden sind, ich habe keine Ahnung. Ich packe mir jetzt einfach mal eine schnell aus. Naja, nicht so schön aufgegangen die Zwiebeln, wie wir es vielleicht gewünscht hätten, aber das macht jetzt gar nichts. Ich lasse mir jetzt das Ganze mal schmecken. Ach, ihr wollt noch ein Probiererle, Michi und Fisch? Ja, dann machen wir das doch auch noch. Also wie schon in unserem Testlauf, ich finde das Zanderfilet wirklich gut. Ich esse Fisch, was soll ich dazu sagen? Aber jetzt probieren wir noch die Zwiebel. Wie gesagt, die Zwiebel eingeschnitten, bisschen Balsamico, Salz und Zucker drüber und fertig. Und weiße Amico-Zwiebel. Ja, also wir essen jetzt und sehen uns nachher noch zum kurzen Fazit. Tja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Philipp! Zander war mega lecker. Echt? Also. Außer die drei Gräten, die ich hatte. Haha, er hat von dem ganzen riesen Packen die einzigen Gräten gehabt. Die hast du dir verdient heute. Ja, die habe ich mir mal... Das war die Strafe. Durch den Kopf gehen lassen. Ja, nee, also der Zander war wirklich hervorragend. Ich weiß nicht, wie er hier jetzt aus dem Supermarkt oder so schmecken würde. Habe ich keine Ahnung. Aber wie gesagt, der vom Steakshop kann ich wärmstens empfehlen. Ganz geniale Sache. Und vergleichbar mit Kabeljau. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Sehr, sehr gut. Also, von daher war dieses Video alles perfekt. War sehr lecker. Schatz, hast du schön gemacht mit dem Eimantel. Ich danke dir dafür. Ja, aber deine Zwiebel. Ja, meine Zwiebel war dieses Mal nicht deine so gut. Die Zwiebel, die waren, ja. Fazit zu der Pfanne. Die FP35, sehr viel Platz, schön groß. Und wir werden die noch öfter sehen. Da geiles, ist ein bisschen was rein. Geiles Petromax-Teil, gell? Ja, okay Leute, das war's dann für uns. Das Fleischstückchen, was man da gesehen hat, das sieht man dann bei dem auf dem Kanal. Oh, da habe ich nichts sonst dazu gefilmt. Nee, nö, aber dein Video. Gut, oder? War's gut? Ja, hier kannst du es ja sagen. War sehr lecker. War ja auch vom Steakshop. Aus Uruguay. Okay, Leute, das war's jetzt dann. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.